Kampfgeist ist. Das Wichtigste war für ihn, dass er den Schweizer Meistertitel damals hätte gewinnen können. Ja, Kampfgeist ist nicht mehr müssen haben. Der ist selber gekommen, der Sommer, weil er sich gut aufgenommen ist. Wir haben damals Zürich geschlagen, im Finale Cup, Schweizer Cup. Dann die Leute aufgestanden, das war alles gleich so. Da sind die Liga reingegangen. Kurt, wie ist das für dich, sein Kampfgeist? Also ich habe das immer hervorgekommen und das Gefühl gehabt, wir gewinnen im letzten Titel. Ich habe sehr viele Menschen gewonnen, weil wir eben nicht den Kampfgeist hatten. Aber ich habe das Gefühl, ich bin Deckungsspieler gewesen. Die Deckung hat halt nicht gezielt. Die Truffers, die sind bekannt gewesen natürlich für den Kampfgeist. Das ist das Werkzeug, das andere, Herold. Ja, bei mir ist natürlich der Kampfgeist die erste Priorität gewesen. Also ohne Kampfgeist gibt es keine Leistung, meines Erachtens. Toni, wie hast du es durchlebt damals, die Zeit ich mit der Nationalliga? Ich lebe voll ab. Kampfgeist war die Schiffhoffe gewesen. Germain, du warst Verteidiger, das war auch da wichtig. Ja, unbedingt. Ich habe noch in Benelli gespielt, noch in Rolf Lang. Und da? Ja, dort und Hat er müssen kämpfen? Best. Aber vor 57 Jahren der Meistertitel, wenn ich jetzt so frage, was ist einem von dem Meister geblieben von damals? Also was jetzt so schon ein paar Jahre zurück? Was hat er noch Meister in Erinnerung, Rolf? Ja. Da hast du ja viele Erinnerungen. Wir haben viel erlebt. Wir haben den als erste Walliser, ich habe das Genf-Spiel, das Zürich-Spiel und das Basel, haben sie in den Berg auf Rekord. Ich bin ja Chef von der Helvetia, habe ich das in der Verurer erlebt. Die nennen mich stolz, Kavinsch. Und wir haben aus dem Stolz, wir müssen den Dank sagen. Und dir, Kurt, was ist dir noch so am meisten präsent von damals? Also, beeindruckend ist schon, der Empfang hier in Richard damals. Wenn wir sie als Vizemeister hier. Ich glaube. Ja. Wie hast du das erlebt? Aber sehr beeindruckend. Und das ist eben natürlich geblieben. Also viele Leute sich damals so begeistert. Da ist das wirklich. Herold, was hast du noch so erinnert? Ja, für mich ist heute das, wenn ich so zurückgehen darf. Die Lehrempfang, die hier war, tausende Leute da, ist ein Spalier gestanden. Das war also für mich schon beeindruckend, muss ich schon sagen. Toni, was hast du in Erinnerung von damals? Ich würde sagen, der Schweizer Meister war das Einmalige, was wir hatten. Und der nebst dem verschiedenen Details, so wie ein Spengler in der Hose, ist der Einmalige gewesen. Das ist wirklich, wo ich geblieben ist. Im zweitletzten Spiel der Saison hat er ja den Titel geholt in der Hose. Mit dem 13-0-Sieg, du hast das erste Gold abgeschossen. Jawohl. Kannst du dich an noch erinnern? Jawohl. Wie ist das gegangen? Ich habe den Herold vor dem Gold gesehen, aber er hat im Moment sich und wenn ich bei der Passage am Gold gesehen. Passage? Ja. Okay. Ich bestaubt ihn, ich habe nicht stark geschossen, ich musste das Gold treffen. Von der Blaulinie? Ja. Ja. Kurt, du hast noch zwei Gold geschossen. Wie hast du ihn im Kopf? Ja. Fein natürlich, damals. Als ich mit dem da. Zwei Uhr kann er schießen. Das hat schon erlebt. Wie war es denn an dem Spiel? Drei Uhr gewonnen, den Titel hinter keinen. Wie war das? Wie kann man sich das vorstellen, damals so der Kabine her? Ich würde sagen, das ist heute und damals noch fast praktisch gleich. Einfach ein Bombenfest und fertig. nach dem Spiel. Wie hast du es erlebt, Toni? Der Schlusspfiff zum Beispiel nach dem Match? Der Meister? Nach dem 3-0 in Davos zum Beispiel? Ja, in Davos war natürlich immer etwas Spezielles gewesen. So die Atmosphäre und so, und wir haben damit mit Spielern zu tun gehabt. Wirklich klasse sind sie. Also, ich kann mich noch erinnern an La Liberté. Und so, das sind natürlich Spieler gewesen, die vor dem Ort waren. Nachher ist noch das Spiel gekommen, ich glaube in Zürich, im Hallenstadion. Das war noch das Tupfchen vom Eis. Du hast 12.000 hier schon. 12.000? Wie hat er das erlebt? Genossen. Ja. So, ja. So muss alle fünf, so in dem Stil. Das ist für uns ein Bestätigung natürlich, dass wir 15 Meter haben verdient.
Ja. Wir haben die Punkte schon gehabt. Jawohl. Das ist jetzt meistens noch präsentiert. Als schöner Match. Und dann gewinnt die Serie im Haus, dann ist es erkannt. Aber nur der Mensch, der richtig lesen wie ich sehe. Jeder hat einen Übernamen bisschen. Ja, jeder. Ja. Das ist ein ganz technischer Sinn, der hat den Lesmer gesagt. Aha, aber die haben so ein bisschen Übernamen gehabt, die damals, ja. Wir haben es da auch gesagt. Der erfahrenste. Das ist natürlich ganz speziell. Wie habt ihr damals so trainiert? Wie kann man sich das vorstellen? Warst du nicht mehr gleich wie heute? Herr Olli, wie ist das für euch? Wir haben drei Mal trainiert und inzwischen haben wir auch wir drei vor allem. Das alles mal, weil jeder nicht mehr da ist. Und wir sind zwischendrin trainieren, über Tag freigefährt, aber ich kann noch trainieren. Und extra noch Spezialtraining? Extra noch Spezialtraining gehabt, ja. Das sind natürlich schon übrigens. Ne? Wir haben ganz am Anfang geredet von den Kampfgeisten und natürlich, das ist ein wichtiger Faktor. Etwas, was mich nur gerade interessiert, ist, damals haben wir alles ohne Helm gespielt. Das ist ja heute fast unvorstellbar. Wie ist das gegangen, dass ich da keine Verletzungen hatte? Damals war der Helm nicht obligatorisch. Der Helm zum Beispiel in der Halle, wir waren es in der Helm und der wird es heiß gehabt. Aber heute ist er obligatorisch. Und wie hätte das funktioniert ohne Helm? Ja, das ist ein Böck kaputt gegangen, der Horizon Grinda. Ist das gut gegangen, oder? Ich habe Angst gehabt. Das war so, sind ja andere ohne Helm gespielt. Dann einfach alle ohne Helm. Dann bist du auch ohne Helm gespielt, da haben wir jetzt. Hat es Verletzungen gegeben? Das ist ganz klar. Hat man übrigens Angst gehabt, oder ist das kein Thema? Nein, Angst hat man nicht gehabt. Dann wäre der Böbel geköpfelt. Ja. Aber geschossen haben wir gleich hart. Ja, passiert. Du schaffst noch so, kleiner Junge. Warum? Sag mir, du schaffst noch Hilfe. Das habe ich gemacht. Ja, die ist von unten nach. Du schaffst 17 Franken schaffst du. Bin verlassen. Also reich ist man reingekommen damals mit dem Hockeyspielen? Ich bin mal zum Zettel gekommen. Dann haben wir gesehen, da ist noch die Marke. Sie herspielen, ich sage das eben. Zurück zum Zettel gekommen. Dann haben wir gesagt, ja, aber die Stecken sind nichts mehr wert. Sollte schon was schauen, sagt Mutter, wird ein paar Mal aufgespielt. Und dann hat es sehr zu gemeint, es ist dann doch nur noch Holz. Ja, genau, ich erinnere mich noch wieder. Das hat uns zum Aperitif geklaut. Und dann bin ich im Keller her und ihm gesagt, was sind denn die Sachen doch nichts wert, das ist echt doch nur noch Holz. Busreisen haben damals noch nie so gekannt. Ihr habt das im Zug gemacht. Wie war das im Zug damals? Im Zug. Unterwegs sind wir an die Spiele gegangen. Ja, das ist mit dem Zug in die Spiele gegangen. Alle Mehrheiten im Zug. Und damals sind wir mit dem Roten Pfeil gegangen. Wie hat das funktioniert? Gut. Das ist gut funktioniert. Da muss ich aber eine Angelegenheit in Zwicht genommen, dass er das damals haben kann. Das sind rechte Reise. Ich bin so umgestiegen, die Bahn wird so umgestiegen, die Züge wird so umgestiegen und das Langkorn umgestiegen und dann sind wir in der Hose. Aber wir haben den Match im Zug schon vorgespielt. Wie das? Miteinander diskutiert, wir möchten hier, wir möchten da, das machen wir so, der möchte decken, der ist so. Ja, das haben wir alles schon vorgemacht. Da hat der Herr auch recht, genau. Also, wir diskutieren miteinander. Wir haben uns gesagt, er ist schon Linguositzig. Was ist jetzt nicht? Linguositzig. Ja. Man muss das auch machen, wie ich mache. Aber einer ist, hat er nicht immer verloren, hat er lang geschnurrt. Und wenn einer Match aus dem Schutz gewinnen kann, wir gehen. Und das ohne Trainer? Ihr das selber miteinander so gemacht? Ja, wir ohne Trainer das gemacht. Könnt ihr euch an spezielle Trainer erinnern, wann ihr gehabt habt oder so? Damals war er auch mit Kanadier jetzt gsi. Oder weniger, die weniger Politiker, die Trainer? Ich kann lesen, denn in der Natalie Horst hat die Bidi, da wir auch nicht in die Jahre stecken. Mit dem sind die Schweizer Meister geworden? Mit dem sind die Schweizer Meister geworden und nachher sind die verschiedenen Knoten los. Das ist gut. Der ist, der ist auch nicht für uns damals so wichtig, das ist ein persönlicher Text, immer okay. Und sogar eben mit dem Bibitoriani, mit dem Bündner, hat er in der Osten gewinnen, das war schon speziell. Also lasst ihr das beurteilen, ich bin 6 Jahre Trainer in OCA. Ihr seid, habt auf die Trainer gar nicht viel gelost. Ihr seid Evelyn Jörg, Salzmann von der Herold. Und die Truffers haben euer Hockey gehabt.
Der Trainer hat sehr grossen Einfluss gehabt. Ihr habt immer so gespielt. Das hat sich nicht gehört. Also selbstständige Hause? Ah, ja, ja. Ja, die etwas können, oder? Wir haben einander ergänzt. Ja. Wir haben individuelle Spieler gekommen. Sich gerade so getroffen, wie wir alle zusammen sind zusammengekommen. Das sind wahrscheinlich schon... Es ist eine Familie. Und die Trufferlinie ähnlich, kann man sich das so vorstellen, wie ihr zusammen harmoniert. Wir machen einen Eifchen an einem Blechmann, weil ich nicht auf ihr den Gordon Bell war ein köstliches Mundig. Das war der Eihaus abfressen, gell? Nachher hat er gesagt, wie komme ich auf das Eihaus? Er hat gesagt, ja, wir schauen über das Velo. Er hat gesagt, gut, ich schaue das Velo, ich kann eine Lunze. Nach Recho, nach der einen, kann ich das Velo rausnehmen und schauen, dass ich für mich bin. Und das ist das, was ich so täglich war. Was macht er, das Mann? Ja, der Blechmann war schon etwas, was nachher nie mehr ging. Der Blechmann, kann ich mich erinnern, dass er am Sonntag, am Morgen um 7:30 aus dem Koffer von Psycho ist. Mit der Ausrüstung. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. So jetzt während der ganzen Zeit, also, am Anfang. Ich habe Orte, wenn ich wäre verloren, ich gar nicht kommen mehr. Die alle sind mitgemacht, das kann ich dir sagen. Und wenn ihr gewonnen habt, dann sind die Helfer. Oh, das ist nicht mehr gehen. Ja, die Begeisterung kommt. Wenn wir verloren haben. Die Begeisterung kommt, wenn wir alles wieder gespielt. All die haben schon Wie hat sich das gesehen? Vor allem, was der Unterschied von früher war, wir hatten viel ältere Leute oder ältere Männer oder Anhänger. Da sind gekommen. Sogar mit dem Bandspiegel sind die am Rüffchen in der Brücke gegangen. Wir waren wirklich ältere, wir waren nicht so jung wie wir jetzt sind. Ja. Wir waren viel ältere Generationen. Sogar in der Erde hast du angefangen. Ja, das haben wir auch erzählt. Wie ist das gekommen? Ja, aber der hat, das war eine Frau, die war 82. Und mein Agenzerbel war der Registerhalter. Der hat gewusst, wer Boden hat und wer baut. Der hat mir abgelegt und sehr oft, wenn ich auf die Erbe kommen musste, eine Frau hat wohl hinschätzen. Eine Hypothek. Und bevor er das Telefon aufgeht, habe ich immer gepasst, der öfterste Hocke von Ort. Ich habe aus der Erbe 1960 einen Hocke von Ort. Der geht's noch. Der muss er rüber. Dus ik weet dat ik zei dat er nog niet aan het klopt en die poort kwam, dus dat is wel heel goed. Dus ik dacht, dat zit er mee aan de hockey spelen. En ik zei, dat is hier nummer 2. Ja. En dat schiet toch niet, dat is er wel eens nummer 1. Ik zei, ik heb nog niet eens van gezien. Als we niet spelen, dan is er radio's en er hoog roze grondspad. Ja, die... Daar heb ik telefoon nog gehad van, ooit en vooral. Dat is een wunderschöne Geschichte. Ja, die Reportage damals, die waren nur legendär gewesen, he, da. Ja, der Reporter, wir sehen aber nichts von Resultaten, aber eine spezielle Geschichte, da habe ich die versucht. Ja, Reporter, der Ennio Rigassi, der Vater und der Sohn. Der Vater ist immer selber mit der Aske, der Mann kommentiert und jener auf dem Arsch gehen. Ich habe beide Kinder, ich habe den Sinn gelebt, der Junge. Aber die sind von mir viel an. Ich will zurück auf deine Frage. Ja, wenn die Idee ist, aber vorher, wir machen wegen der älteren Generation. Wenn du kriegst, die durch, sagen dir die Leute, weißt du, wie wir von unserem Werk sind, ohne Straße. Von Bierkunde, ich habe ohne Straße, von Terben, alles ohne Straße. Komm, wir haben die Zwiebelwolken, die sind einfach hoch.
voll Begeisterung. Und da kannst du heute noch hin und wieder sagen, wie er da zum Mal sich kommt. Ich war auch ein bisschen von denen, die sind Mensch wie ihn. Noch mit dem Sultan, noch mit dem Mini. Und die Wirtschaft alle verglichen. Was ja. Ich denke, ich habe ein Alkoholproblem bekommen. Denkst du mir auf den Wasser? Und eben die offene Kunstspanne, das war ja speziell damals. Das war sehr schön. Da haben viele hier der Wasserleit und der Fischbrief. Haben sie noch viele angeschaut, jeder offene Einspanne. Wir haben ganz gerne. Aber wenn ich dort kam, ich sage dir jetzt. Alles gestanden. Ich sage dir jetzt mal etwas. Wir werden mal aussehen und spielen uns ein Knie. Habe ich immer gesagt, er muss schwimmen. Die Trufflinge, ne? Da ist wieder bei mir ein Münzgesicht oben. Der hat zum Horusmesser geschwunden. Jetzt im Schnee rüsten. Jetzt im Konti sind. Jetzt im Schnee gekonnt sind. Weißt du, wie sie sich von Hockey spielen? Wir haben Samstag oben am Wald Burger losgegangen. Jetzt geht es mit Tagabbruch auf Strecke. Und dann war man da so da gewesen, bis morgen um 5 Uhr nachher zu gegessen. Etwas Speis, das die Speis gegessen. Ich habe Fisch, jeden Match gespielt und abgeräumt. Also war das Motto. Wie war es denn auswärts? Das ist der Eisen. Wir haben gesehen, wo das selbst ein Eisen war. Das kann man heute gar nicht mehr vorstellen. Wir haben selber einen Eisbahn gehabt und gespritzt und ein Hockey gespielt. Aber für die Zeit sind die sich ein bisschen das Gebiet und sie sind das. Wie ist denn das Gebiet, wo du auswärts hättest? Da habe ich Anhänger, die sie mitgekommen haben. Das ist wirklich gerne. Von der ganzen Walliser Wahl, in den verschiedenen Kantinen waren, sind alle zusammen. Sind sich da besonnen. Hat er gute Unterstützung gehabt? Nein, er hat gute Unterstützung gehabt. In Genf haben wir immer gehört. Ich denke, tausende Mal ist er kaputt. Christusstadt in Genf. Reden wir mal über ein spezielles Thema, das Hockey wichtig ist, der Begriff Powerplay. Hat es eigentlich der Frieder schon gedacht? Was? Wie ist das? Hat das speziell trainiert? Verständlich, stundenlang haben wir das trainiert. Und wer ist Spezialist der kommt zum Beispiel, der am Zettel lesen wir. Das sind die passenden die Hörer und die, die haben da denken an die Worte. Ja, und den Tempo bekommt der Pass. Ja, wenn er in der Seite von der Rolf, am Rolf immer gespielt, dann wird er immer abgemacht. Und er sagt, ich gehe dann, ja, ich muss zurückgehen. Das wird organisiert, wenn ich Angriff aus dem Leben hätte, ist er zurück. Ja. Und er ist sehr schnell, der Herold. Der rote Herold sagt runter. Also, das ist speziell trainiert in einem Training? Ach, das ist wunderbar trainiert. Zum Beispiel in Städel, jetzt kann ich immer wichtig sein. Das haben wir gewinnen. Und das Powerplay ist wichtig sein. Und dem können gewinnen die Menschen. Das ist wenig Kondition gebraucht. Das ist die Hauptsache. Das ist ja nachher als Trainer gelernt und der Russen. Ja, auf die Lehre ist Leben, wenn sie Powerplay spielen. Und Boxplay, wie man heute sagt, wenn man Unterzahl ist, hat er das so speziell trainiert? Die Positionen, die wir machen, die Serie, die wir heute spielen, haben wir damals schon erwähnt. Ich habe viel Freude, wenn man zu vier ist, die eine kann man drei gehen. Was ist das? Kannst du das erklären? Ein anderes Spiel. Ein Spiel. Mir was? In einem Moment allein ein Spiel. Ein anderes Spiel. Das ist von fünf Leuten, der hat das Koch oder den Körper. Ich bitte, das sieht man mit drei Gürtel hängen, wo heute Schweizer Meister machen. Mit drei Linien? Ja, ja. Wohl. Drei Linien und zwei Gürtel hinten an Pike. Die vierte Linie, das hast du vergessen. Aber das hat sich aufgedrängt, alles zusammen. Mit der Zeit, die vierte Linie. Aber die vierte Linie, das ist für nichts. Ihr habt heute mit zwei Linien gespielt? Ihr mit zwei, ja. Das ist gut, aber. Ja, ja. Drei Linien gespielt. Nein, mehr hätten die zwei Linien. Ja. Und der Vogt, der Kontinent, und der Kontinent, und die dritte Linie, und die Nikon, und die Zürcher, aber selber gesehen, wie die Linie.
Ja, dat is een keuze. Dat hebben we goed mee gemaakt, de ganze match met Zwillingen damals. Dat is goed gekomen. Ja, dat is goed gekomen. En wat hieten bij de eer? Dat is een match geweest. 60 minuten. Dat heet één spiel, 15 minuten. Met vier linien. En wenn het nog strafminuten gaat. Wer geht die? Das ist das Boxleiter, der aber immer die man das machen drin. Wie lange spielen denn die anderen noch mal noch ein Tocken? Das sind dann vielleicht 7-8 Minuten. Das ist nichts mehr. Ja. Das ist dann länger als länger ein Spiel. Wenn du dich stehst, also drei und raus. Bitte, wenn du dich die Langläufer und so, die haben doch die Pumpe eine halbe Stunde voll angespannt in die. Der Mensch muss kochen, sonst gibt es keine Tat. Ihr müsst spielen. Ganz klar. Spielen. Auf der Bank sind wir Uriel gekommen. Ja, genau richtig. Ja. Für die Truffer ist das Schlimmste, dass sie mich auch mischen müssen. Also, sag, wir im Morgen, wir haben auf Rot eingespannt. Aber noch trainiert, gell? Jetzt war das so sehnig. Das war Burge in der Lonza und hat neben dem unten eine Tischbahn gemacht. Und der Hussein, den haben wir so bearbeitet, aber das sind natürlich mehr, das ist straight und geil aufgegangen. Dann haben wir gesagt zum Hussein, wenn ich stehe, vierte Stunde länger da, bei Einschluss, das ist offiziell geschlossen, dann haben wir vierte Stunde draufgelassen und wird jeder Tischbahn putzen. Und mit diesen Stossen hat die Tischbahn geboten. Aber ich habe jede Stunde länger drauf sein. Also der Regen ist... Er ist doch krank gewesen. Es kommt jetzt schon auf deine Frage machen, warum will er dich? Das ist der Wille, das ist ein Unglück, der Herr Wille, das wir hier haben. Und das ist das Geheimnis, das wir vollkommen sagen. Ach. Ja. Der grosse Erfolgeber 1962, jetzt sind wir in der dritten Halle, hier auf der Kunst-Tischbahn gespielt. Jetzt kommt ein neues Kapitel bei mir, HC Wisch. Lunds Arena, ihr seid erfahrene Hockeyspieler. Gibt es auch wieder mal einen Schweizer Meistertitel, der nationale Waferfisch? Was denkt ihr? Ja, der Dömschi. Das ist eine schöne Frage. Ja. Und deine Antwort? Unmöglich. Wissen wir, wie der Dömschi, wenn die Talente vorwärts kommt, gegen die Sonne stehen? Das ist schwer. Ich würde sagen, es sollte einmal möglich sein. Und zwar habe ich das Gefühl, weil Brie jetzt endlich mit 40 Jahren später in Eugen eingefahren hat, dass ich mit anderen Worten, dass man das Potenzial gelesen hat, und das sind 20.000 Leute, ja, und 5.000 Studenten bei, dass man das Potenzial erfüllt hat, erfassen. Und jetzt wird das Eugen, wenn der Rotterdam Eugen, wird das ja vielleicht erfassen mit der ganz Moment. Hat das aber möglich? Kurz, das Verland steht, wenn er ein Abteil. Wenn das Verland steht, dann Geld machen. Also, das ist ohne Ohren. So etwas wie Ambri oder Langnau, ja, möglich sein. Ich kann ja da einfach mal sagen, ich für mich sinnlos. Ambri ist das erste Verbündete hier, wo man und die sind seit 30 oder 40 Jahren in Lanzarote. Ja, nur Ambri geht, das ganz Urnenland, bis alles bei den Schulen. Das ist alles Ambri. Speziell, ich sage nur, dass der Flandern, der sind die zwei, seit Jahrzehnten, zwei Nationen, einmal in der Haralba, und wir wollen es nicht, das wird immer nicht. Und wir müssen das alle müssen, immer das sind, die müssen Fisch. Also ich würde sagen, auf die Frage würde ich sagen, froh sein, wenn man in der Nationalliga A bleibt, in der Nationalliga B bleibt. Weil Nationalliga A mit dem heutigen System, was da geht, und das wird wahrscheinlich nie ändern, wird das Nationalliga A an der Waffe gehen. Toni, was denkst du, wie viele Menschen würden? Ich habe mich überdenken, mit der Transfergeschichte. Das ist der richtige Menschenhandel. Mhm. Und der, der natürlich gut kann transferieren kann und schon an die Spitze stimmt. Und der Böck sieht, kann man die nationale Wahl sicher mal zurückfassen. Aber es wird schwierig sein.
Die grondstrotse Geschichte aus Mölln. Das ist wieder schon in der B, in der ersten Vier drin nach jeder Saison. Das ist schon viel. Grosse Nationalliga B will nämlich eines ganz klar, wenn ein junger Spieler aus dem Land sich zeigen, müssen wir den noch machen. Da bin ich überstanden. Keine Chance. Also, das Spiel geht so weiter und somit kommen wir nie auf eine Leistung für die Nationalliga. Ich hatte richtig ein ausbildender Verein. Ja, das bin ich nicht ganz überstanden. Der Spieler, der sieht, muss man gehen, wird sich anders in Zeug fassen. Dem hier euer rechter Job jünger und für diese Leute, hier wird sich auf Hände tragen, nicht die ganz große Geschichte. Jesus. Und jetzt diese Lüge und das bedingt geprüft und so, und dann wird es nachhelfen und das ist sicher der richtige Weg. Und da haben wir wieder am Anfang Ischelit. Jawohl. 62, da sind Ischelit Schweizermeister gekommen und wir hoffen, dass mit Ischelit vielleicht ein Stocks heute klappen dürfen. Das sind die richtige Weg, das anders gibt gar nicht. Finanziell und überall, was wollen wir dazu transferieren? Aber ich habe mehr mit zu denken. Aber ich kann hier mit optimistisch leben. Wir sind gespannt, wie es im Hockey im Fisch weitergeht, in den nächsten Jahren mit der Lutz Arena. Hier, die Rekade, die Legende von damals, die Schweizer Meister. Besten Dank hier für den Besuch in der Litternhalle, die war nicht mehr lang steht. Merci vielmals und alles Gute für euch. In der Zukunft. Merci, danke. Das geht. Merci vielmal über 5 Legenden vom EHC Fisch, die ehemaligen Schweizermeister vor 57 Jahren. Wir sind gespannt, wie es mit dem Hockey, wie mit EHC Fisch weitergeht in den nächsten Jahren in der Lutz Arena. Merci vielmal.